So, willkommen zu Battlefield 1, zu Let's Play Battlefield 1, und wir befinden uns heute im düsteren Wald von Boulogne. Ich kann kein Französisch, aber wer Französisch kann, kann mir hier sagen, was Boulogne. Jedenfalls, wie gesagt, wir befinden uns in Frankreich mit unserem schönen Panzer. Und wenn jetzt einer denkt, warum ist es hier so hell? Nein. Warum? Sei jetzt ruhig. Warum hört man mich jetzt ein bisschen besser als vorher? Das Ganze liegt daran, dass ich jetzt zum zweiten Mal aufnehme und das bisschen. Ich dachte gerade schon. Bisschen intelligenter mache als beim ersten Mal. Und ich möchte auch den Part nicht so lange gestalten, weil man kann für die Mission lange brauchen, so wie ich beim ersten Mal. Oder man kann sie einfach, ja, so machen, wie man sie normalerweise machen sollte. Wir müssen hier jetzt ein bisschen lang laufen und ich denke, ich weiß ja, was passieren wird, aber genau das ist das Problem. Wir sind nicht alleine. Wer hätte es gedacht? Wir sind nicht die Einzigen in diesem Wald. Was sagt Kollege Townsend dazu? Bitte deine Meinung hierzu. Großer Gott, es war ein Feldgeschütz. Edwards, du erkundest das Gelände. Wenn dein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn es eng wird, helfen wir dir. Andernfalls kommen wir mit Bess nach, sobald du das Signal gibst. Okay, das heißt, wir sind das Opfer. Was ist denn das? Kann ich das öffnen? Nö. Okay, wir sind das Opfer. Wir haben nicht mal eine gescheite Waffe und müssen kämpfen. Und hier ist schon die Barrikade. Und der sucht schon nach mir. Also diese gelben blinkenden Zeichen heißen, dass jemand nach mir sucht. Okay, jetzt wissen sie, dass ich hier bin. Ist aber nicht schlecht. Weil ich scheiße bin. Okay, so viel dazu. Gott, die werfen Granaten nach mir, was? So, danke für deine Waffe. Bitte. Ich möchte hier schießen. Da oben ist ein MG, das mich tötet, wenn ich nicht aufpasse. Komm, regenerier, Junge. Da kommt der Panzer. Er fährt. Er fährt. Ich sehe es. Okay. Ich bin ein bisschen, bisschen im Stress, weil ich ja nicht ganz vorproduziere. Ich habe das ja schon mal vorproduziert und muss es jetzt nochmal machen. Oder mach's nochmal. Auf, was ich mit dir mache. Hüpf, weg damit. Ah, hast du Waffen für mich? Hast du Munition? Wo ist das Munitions? Hier ist das Munitionslager. Können wir ein bisschen unsere Rüstung aufpöppeln. Ja. Die nehme ich. Die ist gekauft. Die ist auf jeden Fall auch gekauft. Das ist meine Lieblingswaffe gerade im Multiplayer. Ja, ich komme schon, Chillax. Wie viel Schaden der abkriegt, der Panzer. Muss ich jetzt schon reparieren hier. Da bist du ja, Kleiner. Ja, ja. Was ist los mit dir? Siehst du nicht, dass sie auf den Panzer feuern? Das sind dieselben Deutschen, die du erledigen sollst. Zurück, ich breche durch den Draht. Alles okay. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, weil beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, hat er mich nicht so angeschnauzt. Aber geh nicht so weit nach vorne. Ja, es ist so, dass diese Sache mit diesem Posten, wo ein paar Feldgeschütze stehen, dreimal passiert in dieser Story. Deshalb überspringe ich das dritte Mal. Das zweite Mal spiele ich noch, aber das dritte Mal wird halt dann echt langweilig und das wird auch für den Zuschauer relativ langweilig. Hier gleiches Problem wie davor. Panzer kaputt, Stacheldraht, der mir wehtut. Und warum kommst du nicht? Naja, das gedacht. Natürlich, natürlich. Wo komme ich denn hier hoch? Das wird jetzt noch ein bisschen stressiger. Als ob es den nicht getroffen hat. Okay. Das war ein bisschen überraschend. Oder? Hey, wer schießt denn da auf mich? Alles klar, es ist ein bisschen was Größeres da, was auf mich schießt. Weg mit dir. Nein, ich wollte keine Granate werfen. Oh. Oh.
mit dir. Ja. Der eine ist echt pissig, du. Der. Oh, ich habe keine Muni mehr. Puh. Mit wem redet er? Hat er sich gerade selber getroffen? Ja, das war jetzt schon ein bisschen irgendwie komisch. Okay, ich glaube, Townsend wird mich gleich wieder anschnauzen, wenn ich es nicht richtig mache. Nee, du hörst jetzt mal auf, Granaten zu schießen. Du kleiner Larry, du. So. Ein Granataufsatz? Nee. Komisch. Naja. So. War's es schon? Hallo? Bist du jetzt angepisst oder warum redest du nicht mit mir? Hallo? Ich repariere dich sogar. Während dem Fahren. So, jetzt kommt er raus. Ah, komm schon, Junge, reiß dich zusammen. Du musst uns hier durchbringen. Alter. Sieh dich vor, darum kümmern wir uns. Also beim ersten und zweiten, also beim ersten Mal hat er nicht so angeschnauzt, dass er dann zweiten Mal nicht so anfährt. Ist schon ein bisschen unfair, muss ich sagen. Ich kann auch gar nichts dafür. Ja, ich bin hier schon ein bisschen angepisst. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns nach dem nächsten Hinterhalt sozusagen. Von den Deutschen und... Ja. Bis gleich. Ja, oder warte mal, wir lassen ihn zu Hause. Jetzt sag ich, bis gleich. So, das sind wir schon wieder. Und ja, das ist jetzt der finale Fight sozusagen in dieser Mission. Bess gegen Larry auf, ich wollte gerade sagen, der Zugspitze, der da oben hier, den ich, doch, habe ich anvisiert? Perfekt. Dann haben wir hier noch den Tank. Also das ist ja eigentlich kein richtiger Panzer, das war damals einfach ein rollendes Gewehr oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es so, wir haben ein paar Waffen uns gesnackt, die wir im letzten Posten gefunden haben. Und ich würde sagen, wir versuchen mal... Nein, ich wollte keinen Köderwolf. Ich wollte auch nicht aufstehen. So, hinlegen. Und jetzt V. Ich bin schon ein bisschen in Damluck. So, 300 Erstellung. Und jetzt wird's lustig. Treffe ich den oder treffe ich ihn? Habe ich ihn getroffen? Das Problem ist, ich sehe es nicht. Ich würde ja tippen, ja. Aber ich glaube ja, nein. Okay, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Wir schießen nochmal auf den. Ja, ich glaube, das war's mit dem Panzer. Oh, der Sniper hat mich gesehen und schießt auf mich. Der wird ordentlich Schaden machen. Oh, was ist das? Hä? Ich dachte, der Panzer ist kaputt. Was schießt jetzt noch so auf mich? Ach, das Feldgeschütz. So... Alter, wie unrealistisch das einfach auch ist. So. Was macht der hier? So viel Larry. Okay. Ich muss mal kurz in den Einstellungen was nachschauen. Weil ich habe eigentlich die Musiklautstärke ein bisschen. Okay. Es ist blöd, dass die ganze Zeit zu leid. Ist doch zu laut, oder? Naja. Es ist blöd, dass ich die erst vorher gefunden habe. Halt! Stopp, 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 stopp! Wer hat gesagt, dass ihr gehen dürft? Nein, ich will nicht raustappen. Fuck. Okay, Granate. Granate muss tun. Wie der eine einfach geschrien hat: Scheiße, Granate. Ja. Richtiger Larry, würde ich sagen. So, weg mit dem hier. Weg mit dir. Hier sind noch ein paar Larrys. Weg mit dir. Was schießt denn da so? So, weg mit dir. Ich hab das Gefühl, irgendwas Größeres ist noch unterwegs. Ah! Der Larry! Larry, was willst du? Bleib stehen. So, warte mal. Erstmal. Was zum.
Ich tapp gerade die ganze Zeit raus, weil ich mich hinlegen will und das über der Windows-Taste ist. So, jetzt gleich. Ah, getroffen. Ich glaube, der Motor ist kaputt. Und was? Das ist einfach schlechter als das Tankgewehr. Das ist schon irgendwie erbarmlich. So, Beeilung, Fritz ist gleich da. Ich dachte gerade, diese zwei Masten wären Gegner. Oh, nice. Nice Trickshot. So, wo kommen jetzt die Panzer her? Ich weiß, es kommen noch Panzer, aber wo? Ich kapiere es nicht. Wo sind sie denn? Oder war es das jetzt? Hallo? Ah, da. Verdammt. Ah, schöner Schuss. Das war ein schöner Schuss. Und weg mit dir. Und wo ist der andere? Hier. Da läuft er. Da fährt er. Nein! Wie muss man haben? Aber gut sein. Das Tankgewehr ist echt stark. Oh, Entschuldigung. Hey, kehre zu Black Bass zurück. Ich glaube, das war's, aber ich muss sie auf jeden Fall reparieren. Die hat, oh, die hat einiges so, abgekriegt. Für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Ja, jetzt erstmal reparieren. So, perfekt. Weiter geht's. Edwards, du hast da draußen ein ganzes Wespennest zerlegt. Mach den Sicherung vorwärts. Bring uns hier raus. Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Ja. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Ja, so. Das bedeutet, wir müssen dieses Dorf hier besuchen. Freundlich oder nicht, das muss ich mir vielleicht noch überlegen, aber McManus, der alte Pessimist, ist natürlich schon wieder abgehauen. Was heißt schon wieder? Finde ich ein bisschen schade, aber wir müssen uns alleine durchkämpfen. Ich will mal kurz was probieren. Quatsch, ich muss ja, wenn dann mit dem da drauf schießen. Ja,
Ich würde sagen, wir beenden den Part, bevor mich die Deutschen hier heimsuchen. Ich glaube, die fanden das Ganze jetzt nicht so lustig. Wir sind... Ah, nein, eine Sache muss ich noch ansprechen. Und zwar kann es sein, dass nächste Woche Montag kein Video, kein Battlefield-Video kommen sollte, wenn ich es nicht schaffe. Denn... Was geht denn da hinten ab? Richtig. Der Vulkan, glaube ich. Denn es ist so, dass ich etwas Stress um Silvester habe, also zeitlich. Und ich ja schon hier wieder angefangen habe, quasi... Ja, das zweite Mal aufzunehmen und mir ist vielleicht für den dritten Part, also für den kommenden Part, nicht reicht. Und das ist eigentlich ziemlich schade, aber was soll ich machen? Ich werde versuchen, ein Team Deathmatch aufzunehmen. Das dauert ja nicht so lang. Und das ist auch relativ schnell gemacht. Ja, ich würde sagen, aber ansonsten, wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Ich kann es eben nicht versprechen. Ja, dann sehen wir uns spätestens bei ja, einem besonderen Video sicherlich wieder. Und ich sag mal, ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann.